Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch die neue Version von tagesgeld.info zeigen. Das ist die App, die wir vorne auf dem iPhone vor uns haben, und zwar ist es mit dieser App möglich, sich News zu aktuellen Finanzsituationen zu besorgen und gleichzeitig auch sich über Tagesgeld und Festgeldkonten zu informieren, auch rechnen, wie Gewinn man bei bestimmten Anlageformen herausbekommt. Die App hat in der neuen Version einen eingebauten Dienst, um E-Mails automatisch zu schicken. Das heißt, ihr könnt auch direkt über den Mail-Server vom Anbieter E-Mails schicken und damit Anträge verschicken. Ihr könnt auch mit der Möglichkeit von Push-Benachrichtigungen wichtige News automatisch bekommen. Das heißt, ihr müsst nicht immer die App aufrufen, sondern ihr kriegt wichtige News automatisch gepusht in euer Handy, sodass ihr wisst, wenn es etwas Neues gibt. Die App, könnt ihr hier sehen, ist wie folgt aufgebaut. Wir haben als erstes den Reiter News, da sind dann die News, die es gibt. Die News sind nicht nur News zu den Tagesgeldkonten, sondern weitreichende Finanznews zum Thema Geldanlage, nicht nur die Zinsänderung, wie gesagt, sondern zum Thema Geldanlage. Alles mögliche, wie ihr sehen könnt, Tagesgeld zum Geld parken, bis die Zinsen wieder steigen, als News zum Beispiel haben wir hier. Dann haben wir, kann ich ein Kleingeld auf Tagesgeldkonten ansparen und so weiter. Also relativ viele News über die Finanzwelt und die Anlageformen, die man so hat. Dann können wir hier unten auf Tagesgeld und auf Festgeld verschiedene Erträge sehen, die wir mit der Summe, die wir vorne eingestellt haben, erreichen können. Unter Service können wir sehen die ganzen Formulare, die wir kriegen. Zum Beispiel, wenn ich Entsperrung von Konto oder Depot machen möchte, dann kann ich das Formular aufrufen. Ich kann es entweder drucken, direkt mit einem Drucker auswählen, in meinem Netzwerk ist jetzt gerade keiner vorhanden, oder per E-Mail schicken. Und zwar schicke ich dann das hier an die E-Mail-Adresse, die ich haben möchte. Das ist schon eine schöne Sache, finde ich, dass man die Sachen nicht immer selber sich den Text ausdenken muss, sondern das einfach vorgefertigt gibt. Die Anschreiben, Anträge und Musterbriefe. Bei Über kann man sehen, wie es ein wenig das Impressum von der App tagesgeld.info. Aber das wichtigste Feature ist eigentlich hier vorne mitten in der News eingebaut. Und zwar könnt ihr einstellen, wie viel Geld ihr anlegen möchtet. Zum Beispiel 5.000 Euro, 10.000, 25.000, 25.000 Euro. Und wie lange. Zum Beispiel hier 3 Jahre. Und dann können wir das Ganze mal aufs Tagesgeld berechnen. Und da seht ihr aktuell, wer den besten Ertrag bringt. In diesem Fall wäre es die AKF Bank Tagesgeld. Wenn wir das Ganze einmal anklicken, kommen wir zu deutlich mehr Informationen. Wir sehen einmal die Laufzeit, die Anlagesumme, die Auszahlsumme. Dann sehen wir den Zins, den wir haben, die Rendite 5,86%. Ist also okay, würde ich mal schätzen, als Laie. Zinsertrag, den wir haben, 586,08%. Dadurch, dass das Ganze natürlich relativ risikoarm ist, soweit ich informiert bin, ist Tagesgeldkonto eigentlich eine gute Sache. Der Zinseffekt ist durch monatliche Zinsgutschrift. Das heißt, jeden Monat bekommt ihr die Zinsen berechnet und gutgeschrieben, und dann gibt es halt Zinseszinseffekt. Die Vorteile bei diesem Anbieter sind zum Beispiel, dass man bis zu 1,9% Zinsen pro Jahr hat, monatliche Zinsgutschrift, optimaler Zinseffekt. Wir können die Minimalanlage sehen, die Maximalanlage, die Mindestanlagedauer. Dann können wir, wenn wir das wollen, uns einen Antrag zusenden. Da gibt man seine E-Mail-Adresse an und dann kriegt man die zugeschickt. Das Ganze geht auch die Zinssätze, die kann man sich zuschicken lassen. Man kann Informationen über die Einlagensicherung sehen, das heißt, gesetzliche Sicherung ist hier 100.000 Euro zu 100%. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro einlege, dann ist das auch gesichert und nicht irgendwie dann weg und verzockt. Dann sehen wir das Sicherungssystem, das gesetzliche hier, Höhe, die zusätzliche Sicherung, private Sicherungssysteme gibt es hier nicht. Und dann können wir noch weitere Details uns anschauen über diese Anträge, und das gibt es halt für alle Anbieter. Kann man sich das hier durchlesen. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Höhe der zusätzlichen Sicherung hier 250.000 Euro pro Kunde betragen, und so kann man sich die verschiedenen Anbieter durchklicken, wer für einen der Beste ist. Nicht immer ist der beste Ertrag der beste, sondern manchmal will man einfach auf Nummer sicher gehen oder etwas verändern. Bestimmte Sachen sind bei einigen unterschiedlich. Das Ganze gibt es nochmal mit Festgeld berechnen. Festgeld ist, soweit ich das weiß, Geld, was einfach fest über einen festen Zeitraum angelegt ist und
Da kann man halt die gleichen Sachen anklicken und die Anbieterdetails durchlesen. Hier sehen wir die Rendite, die wir haben, den Zinsertrag und die sonstigen Informationen sind ziemlich die gleichen wie bei Tagesgeld. Ich finde die App gerade für Leute, die ein wenig sich damit auskennen oder sich dafür interessieren, sehr gut gemacht, da man einen guten Vergleich sieht über die Zinsen, die man wirklich bekommt, was man wirklich hinausbekommt, wenn man das Geld angelegt hat, was es für zusätzliche Informationen gibt. Es ist ja nicht nur so, dass man sehen kann, wie viel Geld man hat, sondern man sieht ja auch, wie sicher das Geld angelegt wird, wie die Verzinsung genau aussieht, wie die Rendite ist und so weiter. Finde ich eine gute Sache, gefällt mir gut. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal und besucht uns auf www.pocketpc.ch. Das würde uns freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.